Und damit Hallöchen und herzlich willkommen zurück. Wir waren gestern hier dabei, in Sim City die Polizeistation irgendwie hübsch zu platzieren. Und was mir aufgefallen ist, es passt nicht hin und die Straße ist hier voll hässlich und ich will nicht mehr. So, nee, pass auf. Hab mir überlegt, die können wir doch hier vorne hinpflanzen, die Polizei. Dann machen wir aber die Straße hier nochmal hübsch. Weil die sah ja ziemlich ugly aus, um ehrlich zu sein. Zack. Den Wohnwagen da weg. Und Policia können wir ruhig hier hinpflanzen. Dann hast du hier noch zwei, drei Gebäude, die wachsen können. Und wir können... Ach, hier hinten machen wir die. Okay. Hier kommt ihr Gefängnis. Ihr Gefängnis. Ihr Gefängnis. Ihr Gefängnis. So, fetter Klotz. Natürlich hier vorne Polizeiautos en masse. Also en masse ist natürlich übertrieben. So, damit es schön aussieht, hier wieder hin. Selbstverständlich brauchen wir ein Schildchen. Die ist natürlich... das Schildchen wird hier sein. Genau. Und die Flagge wollte ich hier vorne hinhängen. Da sieht sie doch keiner. Doof. Na dann halt hier hin. Gut. Damit hätten wir Polizeistation. Wir können natürlich versuchen, das noch ein bisschen einzukesseln, beziehungsweise hübsch zu machen. Indem wir hier... Warte mal. Weg, 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 weg. Da kannst du von mir aus hin. Wenn ihr wollt, könnt ihr von mir aus auch hier hinten hin. Und wenn ihr wollt, könnt ihr von mir aus auch hier hin. Und hier hin. Funktioniert alles. So, aber... Auch wenn es jetzt regnet... Stinker, geh bitte vom Bildschirm. Danke. So. Müssten wir hier... Komm, ach, hier kannst du nicht mehr Dings hinbasteln. Ah, ist ja doof. Na komm, hier Wald. Schade eigentlich, dass das hier nicht funktioniert, die Ecke. Mini-Park kriegt man da nicht mehr hin, wa? Basis, hier so ein Grillpavillon. Ach doch, hier. Juhu. Was ist denn das für ein Dings? Habe ich da jetzt hingebaut? Ein Grillplatz, na siehst du, passt doch. Das ist doch nice. So, und ihr hier? Kommt mir hier vorne gleich ein Spielplatz mit Schaukeln, der ist zu groß. Was ist das? Ein Asphaltpark. Was ist denn ein Asphaltpark? Ach so. Ah, ich verstehe. Der kann natürlich hier, damit dieser hässliche, hässliche Wohnwagen da wegkommt. Der ist ja, ich glaube, ich krieg einen Knall. Ich spinne doch. Warte mal, da kann noch ein schönerer Park hin. Ein kleines Feld. Nee. Sport. Das ist alles zu groß. Klassisch. Das ist alles zu groß. Zu groß. Zu groß. Zu groß. Zu groß. Zu klein. Ist der dann... Sehr gut. Passt ja. Volleyballfeld habe ich es auch endlich irgendwo hinkriegt. Ich meine, hier gibt es ja auch... Gibt es ja... Na, die Residentals, ja, na klar. Die profitieren ja da auch davon. Hier hinten könnten wir noch einen kleinen Park hinpflanzen. Und zwar so was. Einen kleinen Grillpavillon für die kleinen Noobs. Der da nicht hinpasst, weil Gelände zu steil. Na dann halt nicht. Hier ist... Hier bildet sich auch nichts. Passt da vielleicht irgendwas hin? Nee. Nichts ohne Abriss der anderen. Oder vielleicht, warte mal, so eine Naturbaumreihe. Nichts ohne Abriss des anderen. Aber hier, guck mal, der Wagen, der kann da weg. Zack, so. Okay. Das sieht so hässlich aus. Oh, ey. Gut. Nissan Leaf-Ladestation wird hoffentlich genutzt.
13 Leute am Tag. Naja, das hat sich ja gelohnt. Ist ja super. Aber hier sind auch schon die ersten höheren Häuser. Das finde ich super. Da kommt Freude auf. Was ich aber doof finde, ist, dass hier ein bisschen Luft ist. Ist da aus... Ja, zoniert ist es. Aber da scheint sich nichts zu bilden, weil zu klein. Gucken wir mal. Nehmen wir halt einen Park. Ja, ich verstehe. Alles klar. Baumreihe. Ich verstehe. Von wegen Park. Die nehmen schon das Maximum raus, wa? Motel. Wiu. Suchst du wieder nach Patienten? Für heute geschlossen. Warum bitte? Achso, weil es spät ist. Weil es schon wieder Nacht ist. So, hier hinten haben wir natürlich ordentlich Parks. Hier könnten noch welche hin. Ich weiß bloß nicht welcher. Irgendwie so ein Plaza-Dingens. Wäre eigentlich ganz nice hier vorne mitten drauf. Ich grübel mal, ob wir das direkt hier daneben hinbauen können. Oh, Papa. Also ich hoffe, ich schneide das raus. Jetzt musste ich gerade ganz spontan niesen. Und, Das ist mir doch glatt das Headset vom Kopf gerutscht. So. Posselt. Ich kenne eine Frau, die heißt wirklich Posselt. Albrecht kann ich auch. Das sind meine ganzen Mitarbeiter hier. Tja, ist ja witzig. Ach ja, gut. Okay, also, wenn ich jetzt mal gucke. Hier hat sich was so, ne? Dreie, dann hier, dann... Eventuell, möglicherweise, könnte ich... Am Arsch, Alter. Die können dort in der Geisterstadt weiter Brände stiften. Die fackeln dann wenigstens die Häuser, die da eh nicht stehen, ab. Berichte Folge, sondern kein Zufall. Nein, da steckt ein Brandstifter. Ja, ist das hier eigentlich ein Bug oder so? Das ist immer jedes Mal. Nur Brandstifter gibt's hier in Tibia. In Tibia, Alter. Ich habe auch voll den Knall heute, wa? Nur Brandstifter gibt es hier in SimCity. Da ist nichts irgendwie was. Alter, was geht denn hier ab? Lol. Halleluja. Was ist denn das? Ja, die gucken ja alle den an, wa? Ich mach mit dem Ding Profit ohne Ende. Aha. Alles klar, wir brauchen noch so ein Ding. Wir machen das hier vorne. Jetzt ist die Frage, was pflanzen wir hin? Ah, nee, stopp. Ich hab hier wieder, ihr kennt das ja, Eichhörnchen. Ich wollte erstmal einen Park setzen, damit sich das hier unten alles entwickeln kann. Wir haben hier so einen hässlichen Skulpturgarten da. Skulpturriesengarten. Was ist das hier? Städtische Grünfläche. Mehrstufige städtische Grünfläche. Na, so fett, wa? Ja. Da fallen direkt Zwehe. Riesenskulpturgarten. Einfacher Gehweg. Ah, sehr gut. Schwupp. Einmal dazwischen gepflanzt. Geht der auch nach da oben? Nee, da ist ja leider kein Platz mehr. Voll doof. Aber ich könnte vielleicht... Warte mal. Weil die können sich sowieso nicht expandieren hier. Zack. Okay. Gut. Und dann hier unten noch einen. Einfacher Gehweg, klassisch. Riesenbrunnen haben wir schon. Glitzerbeckenpark. Glitzerbeckenpark. Tja, das ist jetzt die Frage, wo passt der Glitzerbeckenpark hin? Packe ich den hier oben hin? Ja, komm. Sieht das aus, wenn man jetzt hier langkommt? Moment. Na toll, jetzt siehst du ja eh bloß die Baustellen. Hast hier so die kleine Kurve und dann hast du an dem
den Park. Joa, naja, nicht das Weisheit letzter Schluss, aber auch nicht so oberhässlich. So, also, der Teil hier oben macht ordentlich Profit. Hier gibt es Menschenmassen, die... Wow. Aha. Krasse Nummer. Gut, also hier gibt es Menschen, die lieber zu Fuß latschen, als mit dem Bus zu fahren. Tja. Dann ist das halt so. Krass. Wird der auch besucht? Lol, die laufen alle zum Louvre und wieder zurück. Alter, 26.000 am Tag? WTF? Ja. Hier kommt keine Sau vorbei. Tja, dann... Alter! Da ist eine Bushaltestelle, ja. Auf jeden Fall... Und das kann man nicht verneinen. Haben wir ordentlich Betrieb hier vorne. Das finde ich gut. Tihi. Sehr geil. So, was wir machen. Also, wir brauchen mal schönes, ordentliches Fettet. Und das werden wir als nächstes bauen. Für die Spitze hier vorne. Und da müssen wir mal gucken, ob wir das so lassen, diesen Schlängelbogen hier. Oder ob wir... ach nee, was ich sowieso machen wollte... ihr seht ja diese Straße hier, ne? Also hier, die breiten Dinger, die haben Bäume in der Mitte. Und das wollte ich mal versuchen, ob man das eventuell möglicherweise nachbauen kann, sodass es aber mit ein bisschen mehr Bäumen in der Mitte ist. Na, gucken wir doch mal, ob wir das hier so hinkriegen. Dazu musst du... Nee, warte mal. Das mache ich nicht. Dich mache ich mal bloß. Rums. Pam. Und dann schlängeln wir mal... Hier. El Corvus. Solongus. So. Sieht natürlich ein bisschen komisch aus, weil die Kurven nicht so... Ach, wir hatten sie auch an die Dings angepasst, ne? Okay. Hier könnte ich zwei reinpflanzen. Okay, okay, okay. Ich verstehe. Warte mal. Natur. Jetzt wird es halt ein bisschen kompliziert. Also ich weiß nicht, ob das so hinhaut, wie ich mir das denke. Vielleicht klappt es auch gar nicht. Jedenfalls muss hier mal so ein bisschen Natur hin. Vielleicht sieht sie auch total scheiße aus. Kann ja auch sein. So, okay. Jetzt hat er wieder Mangel an Arbeitern. Ja, am Arsch. So. Ach, die... Ah, okay. Die cancelt er mir weg, oder was? Wenn ich es so breit lasse. Huch. Irgendwie... Nee. Nee, gefällt mir nicht. Abgerupft. Ich finde bloß die... Also man könnte hier wirklich Straßen machen, die ein bisschen mehr Bäume in der Mitte haben.
Aber, naja. Gut, das heißt also, wir werden morgen hier wieder nochmal die Straße verlegen, uns dann hier hinten entscheiden, was für ein zweites Touristenziel wir da hinpflanzen werden. Und bis dahin, denke ich mal, hoffe ich doch, hat sich hier in Diamond Seaside noch ein bisschen was getan. Hier hinten wachsen schon die ersten fetten Komplexe, das finde ich super. Hier auch, so langsam und peu. So langsam nimmt die City Form an, so wie sie soll. Ich hoffe nur, dass hier wirklich sich mehrere Skyscraper bilden. Wie sieht es denn eigentlich aus, wenn man jetzt hier runterkommt? Mal abgesehen davon, dass man hier Massen an Leuten hat. Verlässt die Stadt, weil sie langweilig ist. Du kannst mich mal. So, man ist immer noch hier auf dem Berg. Und sieht dann den Hafen nicht mehr. Ach so, na klar. Das habe ich jetzt nicht bedacht. Aber gut, wurscht. Man kann ja hier auf den Links gucken und dann sieht man hier so... Okay, naja, sieht immer noch... Naja, halb noch so episch aus, weil man den ganzen Tal, übers ganze Tal eigentlich gucken konnte. Aber wurscht, das kann man ja dann von hier oben machen. Ne? Da können wir auch noch hier eine Aussichtsplattform pflanzen, also hinbasteln. Also hier so. Das wäre eine gute Idee. Naja, wie auch immer. Wir sehen uns morgen wieder, gleiche Stelle, gleiche Welle. Und bis dahin sage ich schon mal Tschüss, Rinjahau. Tschüss.